Herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Heute ist der 2. Februar. Das heißt, der vegane Januar ist somit vorbei. Und in dem heutigen Video wird dazu ein kleines Fazit geben. Wieder wie im letzten Video auch schon ein paar Eindrücke unseres Speiseplans. Genau das. Das heißt, wir haben wieder die meisten Mahlzeiten, also die meisten warm auf jeden Fall, und auch morgens einige Mahlzeiten fotografiert und werden dann jeweils wieder mit was es Titel ist. Klingt blöd, also ja. mit einem kleinen Stichwort, was es eben ist, versehen dann. Das kommt am Ende des Videos Ende. Wieder. Genau. Und vorher, ich filme dann nochmal durch den Kühlschrank, weil auch wenn Februar ist, ist es eigentlich noch der gesamte Kühlschrankinhalt vegan. Und es ist auch noch ziemlich viel da. Wir waren jetzt erst vor kurzem einkaufen und deswegen wollte ich ja generell nochmal für das Video durchfilmen und das mache ich nachher dann nochmal eben. Oder der Philipp, wer auch immer. Genau. Damit ihr auch mal seht, was so bei uns so im Kühlschrank ist. Und dann haben wir hier heute, also wo der vegane Januar vorbei ist, vegane Gummibärchen gefunden, die man auch im Laden kaufen kann. Bei DM. DM, ja, also keine Ahnung, wir waren ungefähr 1 Milliarde Mal da. Oh, oh. So. Wo waren wir? Bei dem DM, ja, also waren wir ganz oft in der Zeit, wo wir vegan gegessen haben, also im Januar, aber wir haben die Gummibärchen nicht gesehen und heute haben wir die gefunden. Die waren direkt an der Kasse, oder direkt vor der Kasse sozusagen bei so einem Regal, wo es, was gab es denn da eigentlich? Ja, so Hustenbonbons und Süßigkeiten. Genau. Also es hat da schon vorhin gepasst, aber wir sind nicht auf die Idee gekommen. Auf jeden Fall habe ich nämlich immer so gesagt, hier, ich vermisse Gummibärchen so. Jetzt haben wir die, die werden wir gleich verkosten, aber erstmal wollten wir ein Fazit euch geben. Du kannst ja mal anfangen, wie es dir ergangen ist. Ja, also wie auch selber stand noch wie beim letzten Video, es ist mir nicht besonders schwer gefallen. Was ich sagen muss, was ich ein bisschen vermisst habe, ist Käse, weil ich voll gern Käse esse. Und also wir haben zwar einen Käse gefunden, haben wir das schon gesagt im letzten Video. Ja, aber den seht ihr also nachher im Kühlschrank. Genau, wir haben einen veganen Käse gefunden beim Marktkauf. Da gab es so mehrere Sorten sogar von. Ja, da gab es eine Sorte mit Kräutern, eine ohne und noch von einer anderen Firma, glaube ich, so ungefähr dieselben beiden Sorten. Und aber halt nur Schnittkäse und ich esse auch gerne mal so Weichkäse oder ja, halt verschiedenes und das ist halt in vegan ein bisschen schwierig. Und das muss ich sagen, habe ich wirklich vermisst. Obwohl, zu vermisst ist auch zu viel gesagt, aber ich habe es halt gern gegessen und ja, weiß ich nicht. Ich habe jetzt dafür auch Sachen gefunden, die ich sehr, sehr gern gegessen habe. Oh, Entschuldigung, in der Zeit. Und ja, jedenfalls ansonsten Veränderungen wieder habe ich auch keine festgestellt. Also körperlich oder wie? Ja. Ich habe nicht irgendwie abgenommen. Also nicht, dass ich wüsste. Und ich fühle mich nicht anders, fühle mich nicht besonders schwach und auch nicht besonders stark und gesund oder keine Ahnung, also könnte ich nicht sagen, dass ich mich irgendwie verändert habe. Ja, was gibt's noch zu sagen? Weiß ich nicht. Sagst du mal noch was? Hast du noch irgendwie was verändert? Was verändertes gespürt? Nee, also ich wollte halt sagen, ich habe die ganze Zeit Gummibärchen vermisst. Jetzt habe ich halt vorhin welche gegessen, wobei wir ansonsten gestern und heute eigentlich auch noch komplett vegan gegessen haben, weil es halt alles noch da ist und wir uns jetzt auch noch nicht so sicher waren, was, ob wir jetzt in Zukunft trotzdem vegan essen oder was auch immer. Bitte die Kamera samt Stativ stehen lassen auf dem Teppich, bitte den Teppich da lassen. Ja, aber auf jeden Fall habe ich halt Gummibärchen vermisst, habe vorhin welche gegessen, aber es war jetzt nicht mehr, also nicht so schön, wie ich es mir vorgestellt habe. Unser Kind kugelt durchs Wohnzimmer. Kannst du bitte hinterherlaufen? Komm mal her, kleine Hase. Ja, ich weiß nicht. Ich habe mich da viel mehr drauf gefreut. Guck mal, Mami. Ja, genau. Ansonsten habe ich jetzt nicht wirklich irgendwas vermisst. Ich glaube, ich habe auch nicht abgenommen, wenn hat mein Gewicht, also schwankt so oder so, immer mal um den Kilo und deswegen. Das ist wahrscheinlich aber normal bei jedem. Ja, eben. Also, ja. Und wie ich eben schon angesprochen habe, wir sind uns jetzt nicht so ganz sicher, ob wir jetzt
weiter 100% vegan essen oder was weiß ich. Wir haben halt noch voll viele Vorräte da, also solche Vorräte, die man lange aufheben kann. Also wenn wir es so werden, dass wir vegan leben, also wenn wir uns jetzt dazu entschließen, wenn wir es so machen, dass wir einfach jetzt so nach und nach noch das, was wir da haben, was nicht vegan ist, einfach mit aufessen, weil also alles, klar, was schade wäre. Eingefroren ist zum Beispiel so. Genau. Weil also jetzt Konserven, Entschuldigung. Ja, nee, ist ja richtig. Konserven, sowas können wir verschenken. Werden wir jemand anderen geben oder so. Aber das würden wir halt auf jeden Fall noch so zum Teil, wenn essen, damit es noch wegkommt, weil es zum Wegschmeißen auf jeden Fall zu schade ist und das dann auch nichts bringt. Und wir haben heute beide eben auch so Gummibärchen gegessen und Eisbonbons und ja, was ich noch sagen wollte, eine Ausnahme natürlich, also der Kleine ist ja nicht vegan, logisch, aber was ich auch in den letzten Tagen des Januars, ich habe, wenn ich seinen Brei gemacht habe, zum Beispiel, wo er Christbrei gegessen hat, habe ich dann den Löffel, also wenn ich die Temperatur prüfe, dann mache ich das an der Oberlippe, glaube ich. Und dann habe ich meine Lippe abgeleckt und dann habe ich sozusagen was nicht Veganes gegessen. Aber dadurch, dass es wegen dem Kleinen ist, finde ich das vollkommen okay. Und ich glaube, das ist auch Veganer, die, also andere Veganer, so richtige Veganer, die schon immer sowas sind, die auch Babys haben und die Babys halt nicht vegan ernähren, das genauso machen. Oder also er sollte eigentlich heute so ein Brei, so, wo so Fisch, glaube ich, drin ist, essen, hat er nicht gegessen, aber da habe ich auch geguckt, was er da überhaupt isst, weil den hatten wir so gekauft und ja, aber wie gesagt, heute ist er eh nicht erneut. Genau. Aber ja, ich würde auch einfach die Sachen trotzdem einmal kosten, wenn es gekaufter Brei ist oder selbst auch wenn es selbst gekochter ist, den müsste man ja auch einfach kosten, um zu wissen, ob es überhaupt schmeckt. Genau. Und also was ihn angeht, er ist nicht vegan und wenn wir seinen Brei zubereiten, dann ist es auch eine Ausnahme und das ist voll in Ordnung. Und was wir überlegt haben, was vielleicht ja einfacher ist, wenn wir zum Beispiel bei unseren Eltern sind, dass die nicht dann einmal komplett vegan machen, alles vegan machen müssen für uns. Ja, und generell ganz viel Zeug kaufen. Unterwegs. Ja, ja. Also ich weiß nicht, auch im Urlaub, wenn ihr euch überlegt, Hotel, Frühstück oder so, klar gibt es Hotels, die auch veganes Frühstück oder sowas, oder wenn ein Buffet ist, kannst du dir ja auch nehmen und so, ne? Was halt vegan ist, aber entweder ist es dann vielleicht teurer, wenn du so ein reines veganes Hotel oder so hast und ich will im Urlaub keinen Stress haben, ich will im Urlaub entspannen und deswegen will ich dann auch, sag ich mal, nicht unbedingt mich die ganze Zeit kümmern müssen, was ich esse. Okay, wir wissen jetzt nicht, wo es abgebrochen hat. Es hat abgebrochen, aber ja, aber es hat nicht viel abgebrochen. Dann schreiben wir das Ende noch hin. Genau. Jedenfalls, was ich sagen wollte, zum Thema veganer Käse. Der schmeckt wie Käse, der riecht wie Käse. Wie riecht der Käse? Sieht aus wie Käse. Sieht aus wie Käse, aber beim Kauen merkt man auf jeden Fall, dass es halt kein Käse ist, weil wenn du ein Stück Käse hast, ist es, wie der Name schon sagt, ein ganzes Stück, wovon du ein Stück in kleine Ecke abbeißt. Wenn du den veganen Käse nimmst oder abbeißt, dass du merkst, dass es aus ganz vielen kleinen Stücken quasi besteht, wie ein gehäckselter Käse, der zusammengepresst wurde. Ist halt aus so Mandel oder was war das? Kann das sein? Ich glaube ja. Aber der schmilzt auch wie normaler Käse. Also wir haben da den nochmal für Auflauf überbacken genommen. So. Jetzt Gummibärchen bitte. Ja, hier werden, wenn man 5 solche Häschen isst, also kann man nie alle Sorten auf einmal kosten, dann kann das abführen. Wir können das nochmal testen. Nee, du 3, ich 3. Und das hier sind, also das sind saure Gummibärchen, das sind normale mit, glaube ich, so hinten so Joghurt oder so. Bitte schön. Also Joghurt. Wenn du das nochmal so sagst, ersäuf ich dich. Joghurt! Ah, siehst du, du machst überhaupt nichts. Na, so. Das ist nicht lustig. Mach mal auf! Ja, ja, ist ja gut. Dann wollte ich euch noch zeigen, was wir noch so genascht haben. In der Zeit, weil sich Leute fragen, vielleicht was man isst, als ja. Veganer an Süßigkeiten. Du hast aber meine Lieblingssüßigkeit vergessen. Ja, Philipp mag Pistazien. Ja. Ich mag Cashewnüsse. Dann habe ich hier so einen Riegel, den habe ich mir zum dritten Mal mitgenommen. Ich finde, der schmeckt wie Schokolade, obwohl das so ein Algenriegel ist. Und gibt es natürlich ganz viel vegane Schokolade.
Auch die ist jetzt vom DM, aber es gibt auch im Marktkauf welche. Da, die haben wir im Kühlschrank, die seht ihr gleich. Genau, also es gibt genug Süßigkeiten. Ich will jetzt auch welche. Ein Zitronenkätzchen. Sauer? Mhm. Mega weich. Immer noch sauer. Aber gut. Enthält kein Fett. Das sind die super Gummibärchen. Und immer noch sauer. Oh. So, welche Sorte willst du? Du kriegst eine Erdbeere. Das ist vollkommen Wurst. Vollkommen süß, ne? Süß im Sinne von niedlich, oder? Ja, ich nehme einen Mango-Häschen. Oh, geil. Oh. Die Konsistenz ist so geil. Nein. Das hasse ich auch für die. Und diese Katjes, die vegetarischen. Also ist so schlimm, wenn du ins Gummibärchen beißt, nicht ganz durchbeißt und den Mund wieder aufmachst und es bleibt in einem Zahn kleben. Oh. Und du kriegst es nicht wieder ab. Ich esse noch ein zweites und dann höre ich auf wegen der Abführung. Nee. Und die sind nicht meins. Aber vom Geschmack her geil. Das Mandarine, ne? Das klebt. Das schmeckt wie wenn du bei den Tschechen Mandarinen Geschmackswasser kaufst. Die Konsistenz ist so geil. Und die waren jetzt auch nicht so teuer. Ich glaube 1,90 oder so. Konsistenz so fast wie diese Weingummis. Ja, aber die mag ich vom Geschmack her nicht. Ich will auch eine Katze. So. Ich kriege jetzt nie wieder los. Und so ein bisschen Konsistenz wie Lakritz. Scheiße. Wir haben den veganen Januar. Überlebt. Ja, grundlegend als positiv. Ich beende jetzt meinen Satz. Ja. Wir haben den veganen Januar durchaus positiv in Erinnerung. Ja. Und es war jetzt nicht so schwer. Es war gar nichts schwer, wie das Essen machen, noch das Einkaufen, noch sich zu fragen, was man isst. Und es war cool, dass wir eigentlich viel gekocht haben. Also viel mehr als vorher. Ja, und es ist wie gesagt weniger vegan, nein, mehr vegan als man denkt und auch mehr als da, wo es draufsteht. Ja. Jetzt bei diesen Gummibärchen steht es zum Beispiel drauf. Sonst hättest du es nicht aus 10 Kilometer Entfernung gesehen. Vorhin, was haben wir gekauft? Solche Tortilla. Genau, das wollte ich auch noch erzählen, zwecks dem Label, ob es drauf ist oder nicht. Unser Toastbrot, was wir immer haben, ist ein normales Weißbrot. Das haben wir auch schon gesagt. Ja, und das ist ja vegan. Obwohl es nicht draufsteht. Und deswegen hatten wir bei was daneben war, und zwar so Tortilla Wraps. Auch auf der Verpackung hin drauf geguckt, auf die Zutaten, ob das denn vegan ist, haben wir Zutaten gesehen, wo wir uns nicht sicher waren, was es ist und ob es eventuell vegan ist. Na, ich wollte es dann eigentlich googeln. Dann wollte Hannah das googeln, hat die Verpackung umgedreht und hat gesehen, oh, steht groß und breit vegan drauf. Weil wir da einfach dann nicht mit gerechnet haben, dass ein vor allem bei Aldi. Teil, also Brot, ein Gebäck. Oder so. Ein Gebäck ist halt sehr süß. So was Brotiges halt. Süß ist. Vegan ist und es nicht draufsteht und einfach was vegan ist und es aber groß und breit draufsteht. Na und vor allem bei Aldi, weil die haben ja nicht so viel und da hätte ich halt einfach nicht damit gerechnet. Ja. Jedenfalls haben wir was Veganes gefunden. Ach, wir sind glücklich. Und werden nachher mal was essen. Ich weiß noch nicht was. Ich habe auch. Naja, wahrscheinlich das, aber ich habe es eingefroren. Toll. So, und jetzt kommt noch eben der Überblick über unseren Kühlschrank aktuell nach dem Januar. Wie gesagt, der ist ja noch vollkommen vegan, ja, weil wir noch nicht einkaufen waren seitdem, außer heute. Und heute haben wir auch nichts Nicht-Veganes gekauft. Nicht nachfragen, was die beiden machen, die blödeln rum. Genau, also... Jetzt kommt der Kühlschrank. Welcher Kühlschrank? Achso. Unser Kühlschrank. Unser Kind lacht. So, wir sind jetzt hier im Kühlschrank und ich zeige euch eben, also hier oben ist alles, was so aktuell offen ist, vor allem Brotbelag und so. Da haben wir ganz viel so von DM solche Brotaufstriche. Das hier ist der
Der angesprochene vegane Käse, da gibt es aber unten auch nochmal welchen. Das ist der jetzt mit Kräutern. Dann haben wir hinten so vegane Mayo, nochmal Mayo. Und nochmal Brotaufstrich, noch mehr Brotaufstrich. Ja, ihr seht es ja eigentlich. Dann haben wir hier selbst angerührtes Dressing, ist aber nicht mehr viel. Und vegane Wiener, die finde ich sehr lecker. Ist auch nur noch eine da. So. Dann haben wir hier unten einmal, zweimal Babybrei. Das ist, warte mal, das ist nicht vegan, aber wie gesagt, den essen wir ja eigentlich nicht so. Hier ist ganz viel veganer Joghurt und Schokopudding. Genau, dann gab es hier gestern Abend, das seht ihr dann aber auch gleich, da sieht es schöner aus, chinesisch. Hier haben wir Möhren, die sind zwar für einen Babybrei gedacht, aber ja. Und das hier ist unser Vorratsfach und ich hatte ja schon angesprochen, also wir haben ganz viel Schokolade. Einmal die hier, finde ich sehr lecker. Dann von Rittersport, da gibt es zwei Sorten, da haben wir aber nur noch die eine hier da. Genau, dann haben wir ganz viel Sojamilch, einmal so normale, dann gibt es sie natürlich auch mit Schoko und Vanille. Genau, dann zum Kochen das hier, sowie hier diese Creme, ja, nochmal hier vegane Mayo, die ist oberlecker. Dann haben wir hier einen Tofu und hier haben wir nochmal Käse und zwar ist der von der anderen Firma und es ist aber jetzt beides hier ohne Kräuter, wir wollten das mal vergleichen. Und hier unten haben wir vegane Roster oder Bratwürste, wie auch immer ihr das nennt. Ja, hier ist unser Gemüsefach, da ist gerade nicht so viel drin, nur ganz viel Tomaten und eine Gurke und die Süßkartoffeln sind für ein Babybrei, aber genau, das ist eigentlich, sonst ist da noch, sind da oft Pilze und so noch drin gewesen. Ja, ich zeige euch mal eben noch den Gefrierschrank. Naja, wir haben hier halt noch so eine Tür in der Tür. Da gibt es jetzt aber auch nicht so viel Spezielles, Ketchup und sowas. Aber es sind eigentlich so Sachen jetzt hier drin, die so oder so vegan sind. Hier oben sind so Soßen und ja, aber ich wollte euch den Gefrierschrank noch zeigen. Das hier ist ein veganes Fach und das hier unten drunter, also von dem Rest nicht irritieren lassen. Hier, das Eis finde ich super lecker, das ist vegan. Dann hatten wir neulich so Wassereis mit Pfirsich, ich weiß nicht, ob ich das mal abgefilmt habe, das ist jetzt nicht mehr da. Hier sind so Brötchen und Brot und, zu dem hier? Ja, möchte ich noch sagen, dadurch jetzt einfach Sojamilch ist oder Sojabasis, wie auch immer, schmeckt das trotzdem eher wie Wassereis als wie Findet Milch-Eis. Der Philipp, ich finde das nicht. Wie gesagt, ich finde auch das vegane, das hier Sojamilch, schmeckt wie Milch mit Wasser verdünnt. Finde ich jetzt auch nicht, aber okay, wie halt die Meinung so. Ja, schmeckt halt an sich ist einfach dünner, so ohne, unfettiger quasi. Hier ist Apfelmus für den Kleinen. Nicht wundern, dass es rot ist. Ich habe es mit Schale gekocht und so. Dann haben wir hier natürlich noch Brokkoli. Den habe ich aber, nee, den haben wir nicht angesprochen. Hier haben wir auch nochmal veganes Eis. Das sind, ich glaube, die zwei veganen Sorten. Da kostet ein Becher 8 Euro, aber es lohnt sich. Es ist so lecker. Wir haben das vorhin gegessen. Es ist zwar richtig viel, sind 500 Gramm, aber wir haben vorhin echt voll viel davon gegessen. Hier ist das angesprochene mit dem großen veganen Logo. Hier ist normaler Buttertoast, also der ist vegan und ein Baguette. Und hier unten sind, glaube ich, noch so Kräuter und da hinten sind Pommes. Ja, und das hier unten ist nicht vegan. Ich gucke mal, ob ich noch im Vorratsschrank was finde. So, wir sind jetzt hier in so einem Schrank, da war einfach noch Platz. Und da haben wir jetzt hier während der veganen Zeit unsere Vorräte hin. Also einmal mehr Ahornsirup, der ist auch schon ziemlich leer. Fällt mir gerade so auf. Wie kommt das denn? Ich habe ab und zu so griechische Zutat gemacht. Ach ja, stimmt. Und ich habe gestern einiges an dieses Essen reingeschmissen. Ja, also das Essen, was ihr da gesehen habt, da ist der Ahornsirup dran. Und die Bildqualität ist, glaube ich, echt schlecht. Lass mein Handy in Ruhe. Dann haben wir hier Amaranth gekauft. Einerseits für ans Müsli, aber auch zum Backen. Hier seht ihr Nudeln, die bestehen, wie man hier sieht, nur 100% aus Hartweizen, deswegen sind die vegan. Das ist nett von dir. Dann haben wir hier hinten ganz viele Topfdeckel und hier sind so Sojateile, keine Ahnung, die haben wir noch nicht verwendet. Dann haben wir vorhin im DM so eine Mischung für Gemüsebratlinge mitgenommen, da habe ich voll Bock drauf. Kartoffel.
Ja, dann sind hier die Nüsse fürs griechische Kompott. Und ich weiß, das griechische Kompott ist einfach Joghurt. Also Naturjoghurt. Naturjoghurt. Ich habe jetzt überlegt, wie das heißt. Bei mir heißt das immer Nacho-Joghurt. Jedenfalls Naturjoghurt. Eigentlich Walnüsse, aber ich finde es auch. Ja, das sind ja auch Walnüsse. Ja, ich finde es aber auch cool mit, mit anderen Nüssen. So einfach mit. Na, wie heißt das? Studentenfutterpackung. Und eigentlich Honig drüber, aber halt. Ja, vegan, Sojajoghurt, Ahornsirup und ja, Nüsse sind ja trotzdem vegan. Genau, hier haben wir eine Erdnusssuppe, die hat der Philipp irgendwann mal mitgenommen. Die schmeckt übelst lecker. Wir haben die bis jetzt als Soße gegessen, aber wir wollen die jetzt mal als Suppe noch essen. Und jetzt seht ihr gleich, ich bin müde. Was wir gegessen haben. Unter anderem auch das Gericht, wo die Erdnuss Soße, Suppe da ist. Mhm. Genau, viel Spaß damit. Wieder mit dem heutigen Video. Wir hoffen, das hat euch gefallen. Hier ist ein Fleck auf der Decke. Ja, wir hoffen, das Video hat euch gefallen. Und wir bedanken uns fürs Zuschauen. Wir hoffen, ihr schaut auch im nächsten Video nochmal rein. Und wenn es euch gefallen hat, könnt ihr einen Daumen nach oben da lassen und uns abonnieren, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Und genau, wir sehen uns im nächsten Video. Ja. Was dann für ein Video kommt. Das halbe Jahr von dem nicht. Kleinen. Also wenn der Kleine ein halbes Jahr alt ist. Ja, genau. Der wird nämlich, was haben wir denn heute? Heute haben wir den 2. In einer Woche. In einer Woche wird er ein Jahr, ein halbes, ein halbes Jahr alt. Riesenbaby, hä? Und da kommt dann ein Video. Video auf jeden Fall zu dem halben Jahr und vielleicht auch noch irgendwas Spezielles dazu. Wir überlegen uns was für. Genau. Also ja. So einen besonderen Anlass muss man ja auch was Besonderes machen. Stimmt. Hallo, du bist. Du bist fertig mit Beleidigung. Jetzt kommt er. Ja. Was machst du? Nichts.